Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausfahrt TV. Heute wieder eine statische Präsentation. Wir sind heute im wunderschönen Schweden, besser gesagt in Stockholm, um uns den neuen Volvo XC90 anzuschauen. Wurde auch langsam Zeit. Der XC90, der darf jetzt in Rente geschickt werden. Der wurde nämlich jetzt 12 Jahre lang gebaut. 2002 kam er auf den Markt, 2006 kam ein Facelift und jetzt wurde er endlich erlöst. Erlöst kann man wirklich so sagen. 2010 wurde Volvo von Ford an Geely verkauft und der neue XC90, das ist das Modell, was komplett eigenständig entwickelt wurde, auf einer komplett neuen Ebene steht, auf einem neuen Baukastenprinzip und alle zukünftigen Volvo-Modelle, sprich V60, V70, V80 und so weiter, werden ebenfalls darauf basieren. Ist das ein Hammer? Natürlich ist das ein Hammer, das ist Thors Hammer und wenn ihr die Marvel-Comics bzw. den Marvel-Film kennt von Thor, dann wisst ihr auch ungefähr, was das Design hier darstellen soll. Nordische Gottheit, ich weiß es nicht, ein Hammer bzw. hammerattraktiv, finde ich die Scheinwerfer auf alle Fälle. Doch nicht nur die Optik ist neu, unter der Motorhaube, da findet man jetzt keine 6-Zylinder oder 8-Zylinder mehr, nein, nur noch 4-Zylinder, sämtlich alles 2-Liter Motoren. Zum Marktstart gibt es da eine Range zwischen 190 und 320 PS, Diesel und natürlich auch Benziner. Interessant dürfte das Hybridmodell sein. Mit einer Systemleistung von 400 PS ungefähr, nämlich 320 PS durch den T6 Benziner und 80 PS durch einen Elektroantrieb. Der treibt dann die Hinterachse an. Angetrieben wird der Volvo XC90 entweder über die Vorderachse oder optional auch als Allradfahrzeug über beide Achsen. Die Kraft wird dann individuell und nach Bedarf hin und her geschoben über eine Haldex-Kupplung. Wow, ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt und das sage ich selten, denn ich finde jetzt hier ein komplett neues Infotainment-System mit einem Tablet. Mit einem Tablet, was ich hier wirklich bedienen kann wie ein iPad. Ich kann swipen, ich kann drücken und das Schöne ist, ich habe hier keine komische Menüführung mehr. Ich muss nicht immer zurück in so ein Hauptmenü, sondern ich kann, egal wo ich gerade bin, kann ich auch auf die anderen Sachen zugreifen. Diese Technologie möchte ich demnächst unbedingt mal in einer richtigen Ausfahrt testen, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich persönlich mich davon ablenken lasse. Denke ich übrigens an Volvo, dann denke ich an Sicherheit. Und dieses Sicherheitsthema, das zieht sich auch beim neuen Volvo durch. Da hat sich nichts verändert. Und bis 2020 möchte Volvo so weit sein, dass selbst im Falle eines Unfalles, und ich wünsche euch definitiv keinem, kein Volvo-Fahrer ernsthaft verletzt wird. Weder der Fahrer, noch der Beifahrer, noch die anderen Passagiere. Apropos Passagiere, ich sitze jetzt hier in einem Siebensitzer. Optional gibt es dieses Fahrzeug nämlich als Siebensitzer. Das heißt, nicht optional gibt es dann auch als Fünfsitzer. Klappe ich die hinteren beiden Sitze um, habe ich ein Kofferraumvolumen von 704 Liter zur Verfügung. Das kann sich ja schon mal sehen lassen. Apropos sehen lassen. Sehen lassen kann sich meiner Meinung nach auch das Cockpit. Das ist ein digitales Cockpit. Das kennt man mittlerweile auch von den Mitbewerbern. Ich muss wirklich sagen, hier hat Volvo eine ganze Menge getan. Und eine ganze Menge hören wird man auch von der Bowers & Wilkins Anlage. Wir haben hier 1400 Watt zur Verfügung, 19 Boxen und einen 25 cm Subwoofer, der hinten im Kofferraum werken darf. Hier kann ich gerade leider nicht aufdrehen, denn die Kollegen, die wollen ja noch filmen. Deswegen, wir müssen dieses Fahrzeug definitiv fahren und darauf freue ich mich, wenn wir dieses Fahrzeug dann irgendwann mal bei einer Fahrvorstellung bewegen werden. Kommen wir zur Preisfrage. Los geht's ab 49.200 Euro, allerdings erst im Jahr 2015. Die ersten 1.927 Modelle werden allerdings über das Internet verkauft. Und zwar ab dem 3.9. kann man sich die komplette Vollausstattung gönnen. Beziehungsweise kann diese reservieren, muss dafür allerdings auch über 90.000 Euro hinlegen. Dann gibt es allerdings auch keine Option mehr. Der Wagen hat dann alles, den großen 320 PS starken T6 Motor und eine wirkliche Vollausstattung. Das war's aus Stockholm, das war's aus Schweden. Wir sagen Dankeschön fürs Schauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, gerne mal oben kommentieren. Viel können wir noch nicht sagen. Wenn wir was beantworten können, machen wir es natürlich gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Jens.